Hallo, hier ist Nils Maximilian Bartels. Ich rufe an wegen Ihrer Anzeige. Welche Anzeige? Na, Sie suchen einen Babysitter. Ja, ich suche Babysitter für drei Kinder. Wie und viele? Zwei. Ja, würde ich ganz gerne machen. Wie viel zahlst du denn dafür? Wie alt bist du denn, sag mal? Sechs. Du bist sechs? Ja. Und möchtest auf zwei Kinder aufpassen? Ja, ich habe Erfahrung mit Kindern. Ich bin selber noch eins. Aha. Aber du weißt schon, dass das zwei Kleinkinder sind. Aber ich brauche die Kohle. Was soll ich machen? Kriegst du kein Taschengeld von deinen Eltern? Doch, aber das ist zu wenig. Ich habe vier Freundinnen. Vier Freunde? Ja, da braucht man wirklich viel Geld. Das glaube ich dir, du. Aber das sind ganz schön kleine Kinder. Da müsstest du auch zum Beispiel den Kleinen was zu essen machen. Das kann ich. Das kannst du? Ja, kannst das du hat so? Mir die Oma schon mal gezeigt. Da macht man mit so Babys, da macht man das Gläschen ins Wasser und dann macht man es auf und dann gibt man es mit einem Löffel. Aber erst, wenn es schreit. Aha, und okay. Also immer, wenn es schreit, geht dann ein Löffel rein. Und dann, wenn das Glas alle ist, kommt der Nuckel hinterher. Wir müssen halt nur schauen, dass ich sie nicht wickeln muss. Oh, ja, das ist dann ein Problem, weil die Kleine, die trägt nicht noch Windeln. Da müsstest du dann schon die Windel wechseln können. Aber auf der Windel steht ja drauf, habe ich schon mal gelesen, für zwischen 2 und 3 Kilo. Dann hält die ja eine Weile. Und wie alt ist das andere Kind? Hier. Cool, der kann bestimmt schon richtig spielen, oder? Ja, der kann auch richtig spielen. Okay, macht er so Ballerspiele auch schon? Nee, das darf er gar nicht. Wieso nicht? Weil er erst 4 ist. Darfst du schon sowas spielen? Das bringe ich ihm bei. Oh mein Mann. Also ich habe ein Ballerspiel, das heißt Lucky Luke. Da muss man irgendwelchen Cowboys das Obst von darüber schießen. Oh. Und das könnte ich ihm beibringen. Ich weiß nicht, würden deine Eltern denn erlauben, dass du denn hier auf die Kinder aufpasst? Mutti hat gesagt, ich soll mir was einfallen lassen, wenn ich mehr Taschengeld haben will, also. Oh, hey, du bist ganz schön süß. Das sagen viele hier. Wer denn zum Beispiel? Na, beim Radio zum Beispiel. Nein, wirklich? Ja. Danke.